Na, tfadal. Betet man die Gebete in der Reihenfolge, wenn man sie verpasst hat? Wie ist das, wenn man die Gebete verpasst hat? Betet man sie dann in der Reihenfolge nach oder nicht? Zum Beispiel, eine Person, er hat zum Beispiel das Maghrib-Gebet noch nicht gebetet. Dann kommt er in die Moschee herein und die beten gerade Isha. So, welche Absicht sollte er hier haben? Sollte er die Absicht für Maghrib haben oder sollte er die Absicht für Isha haben? Die meisten Gelehrten, Jumhur al-Ulama, das bedeutet, Abu Hanifa rahimullah ta'ala und Imam Ahmad und Imam Malik haben die Ansicht vertreten, dass wenn man die Gebete verpasst, entschuldigt natürlich, wir reden über was? Über einen entschuldigten Zustand. Weil wenn ein Gebet nicht gebetet wurde, absichtlich ist dieses nicht entschuldigt und du brauchst das Gebet nicht nachzubeten, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten, weil die Zeit war zum Dhuhr, nicht zum Isha. Und die Zeit war vielleicht zum Asr und nicht zum Isha. Daher hat jedes Gebet seine Zeit. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen zu festen Zeiten Pflicht. Tayyib. Wenn eine Person jetzt aber entschuldigt, einige Gebete nicht gemacht hat, sollte er sie nach der Ansicht der meisten Gelehrten in der Reihenfolge beten. In der Reihenfolge beten. Das bedeutet, wenn eine Person zum Beispiel das Maghrib-Gebet noch nicht gebetet hat, er kommt in die Moschee herein und sie beten gerade Isha. Dann macht er für was die Absicht? Für Maghrib. Für Maghrib. Für Maghrib. Und dann betet er das Maghrib-Gebet, obwohl der Imam was betet? Isha. Das bedeutet, dass du die Reihenfolge einhältst. Denn so sind auch die Gebete nacheinander gestaffelt. Wallahu ta'ala ala wa'an.